Hallo Leute, es geht weiter mit The Vanishing of Ethan Carter und ich bin dazu verdammt weiter spielen zu müssen. Oder auch nicht, aber ich nehme ja gerne eher am Stück mal auf und nicht nur so ein Part und ich bin völlig angespannt. Wir sollen 5 von diesen Leichen, ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt, 5 von diesen Leichen sollen wir finden, aber bevor ich das mache, laufe ich nochmal einmal nach oben. Denn jetzt, wo wir die Spitzhacke gefunden haben, hätte ich vielleicht gleich mal zurücklaufen sollen und nicht nach hier unten. Und bevor dadurch irgendwas verdreht wird, weil da unten geht es dann halt auch später wohl weiter, mehr weiß ich aber auch nicht, will ich das hier oben erledigt haben, denn da kann man dann den Mord wieder rekonstruieren. Und das ist mir dann doch gerade etwas wichtiger noch. Deswegen laufe ich mal einfach hier zurück. Wir können ja auch laufen, wir müssen ja nicht fahren. Dann weiß ich nämlich an der Stelle, wo der Wagen steht, da sollen wir auch wieder hin. Und dann rekonstruieren wir mal wieder, wenn das denn jetzt kommen sollte, denn es sollte jetzt kommen, das mit der Spitzhacke. Bin ich ja mal gespannt. Sie sollte ich aber mal erstmal wieder runterholen. Oder? Also das mache ich jetzt einfach mal. Einen runter wieder. Einen runter, einen runter. Denn die Spitzhacke haben wir jetzt gefunden. Und sie liegt ja hier drinne. Das muss ja irgendwie passiert sein und das will ich wissen, wie das passiert ist. Und dass ich da noch 3 weitere von diesen Dingern unten suchen muss, dem gehe ich sowieso gerade lieber aus dem Weg. So. Wie kann ich das denn jetzt mal genau hier berühren wieder? Berühren. Jawohl, das geht sogar. Super. Haben wir hier wieder unsere Geisterlichter, die ich finden kann an den verschiedenen Orten. Da nicht. Wo denn? Wo denn? Bei dem Wagen? Ist jetzt alles auf Null quasi wieder. Also hier ist nichts passiert anscheinend. Da hinten ist was passiert. Ah. Okay, da lebt sie auf jeden Fall noch. Und ist auch noch mit ihrem Mann hier zusammen. Oh, hat er sie etwa getötet? Sind die jetzt irgendwie alle wahnsinnig geworden? Die töten sich alle gegenseitig. Ah, hier. Ja, das wird wohl einer der letzten Momente gewesen sein, nehme ich mal an. Obwohl, das habe ich das letzte Mal auch gedacht und dann war es gar nicht so. Hier drückt er den Knopf. Geh mal rein da. Und hier, ach, haben wir jetzt alle? Also ich nehme mal an, dass das hier tatsächlich doch nicht so am Ende passiert, weil er lockt sie da ja irgendwie rein. Ich glaube, da ahnt sie was noch nicht. Er nimmt sich hier die Spitzhacke. Also ich glaube, sie kommen hier erstmal zusammen rein. Ich mache das mal als erstes. So. Und sagt er ihr, komm, geh mal da rein. Ne? Geh mal da rein. Das ist eine super Idee. Dann nehme ich mir mal die Spitzhacke und bring dich fleißig um. Ups. So. Und... Ja, Moment. Was steht er jetzt hier rum? Warum steht er jetzt hier rum? Oh, fliegt ja nicht die ganze Zeit eine Fliege rum? Das ist ein bisschen leicht irritierend. Warum steht er da jetzt? Guckt er sich das da am Ende nochmal an vielleicht? Oh, er guckt sich das am Ende nochmal schön an. Was hatte ich jetzt gesagt? Geh mal da rein, 2, 3, dann ist das hier die 4. Probieren wir das doch mal aus. He probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it. Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Oh, da ist ein Fehler. Aber das ist schon mal wenigstens ist der Anfang schon mal richtig gedacht. Dann machen wir das doch mal zur 3.
Weil er sagt ja, ist okay, geh rein. Du hast die 4 und die 5, versuchen wir es nochmal. Honey, he probably... He's just a kid. He didn't disturb any... He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Schrecklich. Voll furchtbar. Was für ein schrecklicher, schrecklicher Tod, ey. Die sind doch alle durch. Ich verstehe das nicht. Oh, was ist denn hier passiert? Also irgendwie... Ich bin auch manchmal von ihr jetzt irritiert gewesen, von dieser Missy, weil... Aber gut, sie wollte in diesem vorletzten Part, da hat sie ja auch vorgehabt, Ethan, also sie will es irgendwie diesem Schläfer unbedingt recht machen. Deswegen wollte sie ja Ethan auch schon eingraben. Dann hat sie aber seinen Onkel doch noch beschützt irgendwie. Der Vater von Ethan hat dann überlebt gehabt. Aber letztendlich, oh, hier ist doch noch eine Szene. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's, still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? I'll deal with your brothers. Go, now! Oh. Okay. He didn't kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. Oh, und wenn ich jetzt daran denke, dass wir da nach unten müssen, es wird immer irgendwie gruseliger und verwobener alles. Und aber ich kann nicht sagen, dass es nicht spannend ist. Ich weiß nur, dass ich jetzt wieder da nach unten muss und zumindest weiß, dass ich halt jetzt noch 3 weitere von diesen Leichen finden muss. Und ich hoffe, dass ich die anderen jetzt nicht nochmal suchen muss, sondern dass das schön brav gespeichert hat. Aber ich werde hier rennen wie eine Irre. Und wenn ich jetzt hier 10-mal die falschen Wege ablaufe, aber ich werde hier nicht irgendwie lange an einer Ecke stehen bleiben. Dafür habe ich viel zu viel Schiss. Das ist echt unheimlich hier. Boah, das geht so tief runter. Das ist furchtbar. So, dann machen wir es nochmal. Machen wir mit dem Lesen. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt nochmal speichert dadurch. Gut. So, dann gehen wir nochmal rein. Auf ein neues. Lauf. Oh, es ist so furchtbar hier unten. Ist hier irgendwo eine Leiche? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was es mit diesen Leichen auf sich hat. Ich verstehe das noch nicht. Wen oder was wir hier eigentlich suchen. Ich will mal so ein bisschen mehr in die Ecken rein. Jetzt bin ich hier. Jetzt möchte ich eigentlich noch mehr... Da, da ist noch eine. Sehr gut. Ach, Leute. Oh, irgendwann taucht der Arsch hier wieder auf. Es ist so furchtbar. Wo ist er? Da. Lass mich. Lass mich! Oh, ich erschreck mich so derbe. Es ist so furchtbar. Ey, das ist so schrecklich. Muss ich die alle nochmal dann immer finden oder habe ich jetzt alle schon? Oh, das wüsste ich ja gerne mal. Muss ich alle nochmal? Oh, ich bin mega angespannt, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zuguckt, ob das eher so harmloser ist, aber für mich als Spieler ist es gerade echt... Oh, Horror. Richtig schlimm.
verfolgt zu werden hier unten. Das ist ganz schlimm. Ist die Leiche jetzt wieder? Nee, die war doch hier. Okay, dann werden die gespeichert. Dann habe ich doch jetzt schon... Dann müsste ich noch zwei finden. Nach meiner Rechnung. Zwei Stück. Zwei Stück. Irgendeine muss hier noch irgendwo rumlungern. Wo bin ich? Dann laufen wir mal diesmal so ein bisschen nach rechts eher. Oh, Angst, Angst. Ich bin dem schon ausgewichen, aber irgendwie war es nicht schnell genug. Am besten zerstreut man sich dann so ein bisschen. Wo bin ich? Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen rechts. Ich will mich so ein bisschen rechts halten. In der Hoffnung, dass ich hier noch nicht alles abgegrast habe. Es scheint so, dass ich in meiner ersten Runde hier ähnlich gelaufen bin. Wo bin ich? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Nee, ich laufe mal wieder hier lang und dann irgendwie ein bisschen wieder rechts und dann geradeaus diesmal, wenn ich kann. Wenn ich kann. Oh Leute, das ist doch, ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Wie so eine Irre. Leichen finden. Scheiße. Ja, super. Oh, wann kommt der wieder? Dass der nicht kommt, das macht mich ja... Das macht mich alles nervös. Das macht mich nervös. Jetzt bin ich hier oben. Noch eine. Noch eine. Oh, jetzt kommt er aber gleich, ne? Das findet er gar nicht lustig, dass ich hier die Leichen schände. Das glaube ich, dass der das nicht gut findet. Nur noch eine finden, das ist auch super. Bei fünf Stück, da weiß man ja, dass man auf jeden Fall noch auf eine trifft. Aber bei einer? Boah, das kann doch jetzt wieder überall sein. Das kann doch überall sein. Hier, hier! Hab ich ein Schwein. Waren das alle? Lass es bitte alle gewesen sein. Lesen. Hui, Text. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, den einzig wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Ich nimm's mal nochmal und dreh's nochmal. Kann ich das auch nochmal? Was ist damit denn jetzt? Ist das ein Rätsel? Er ist nicht tot, der ewig liegt. Also Leiche ist trotzdem nicht tot, obwohl sie da liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Zeitlos. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Fenster. Ist damit der Schläfer gemeint? Ruft unseren Gott, den einzig wahren, er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Der Schläfer, es ist der Schläfer. Ich weiß es doch. Der Schläfer, der Schläfer. Ich gehe mal hoch hier. Ich gehe mal hoch. Mit den schönen Kerzen. Jetzt hat sich irgendjemand ja ganz die Mühe gemacht. Heilige Scheiße. Heiliger Bimbam. Was denn hier los? Oh Gott, ich kann hier wieder was fühlen. Das mit dem Raumschiff war anscheinend überhaupt nicht so weit entfernt, oder was? Hallo? Oh, ich kann hier lustig... Ja, ach so. Warte, das leuchtet lustig rot. So, und jetzt... Was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Welche... Ah, okay, ich kann sie hier alle drehen. Ja, dann ist natürlich die Frage...
Noch welchem Prinzip? Ist doch wohl klar. Kann ich das nicht... Achso, muss ich das von hier aus erkennen? Oh Gott, das wird jetzt heikel. Nach was für einem Prinzip geht denn das? Also ich denke mal, die Zeichen, die hier stehen, die müssen jetzt hier irgendwie übertragen werden. Ich weiß nur nicht, nach welcher Reihenfolge. Vielleicht nach den Reihen ganz vorne mit nach hinten? Ja, ich sehe kaum was. Dann wäre das Z. Das Z ist nämlich hier ganz vorne. Ich weiß aber nicht, ob ich hier richtig denke. So, dann nehme ich mal die Reihe. Dann kommt da... Was ist das? Was ist das hier? Nee, nehme ich mal die, die leuchten. Ne? Es geht nach denen, wo die Männer stehen. Das macht auch mehr Sinn. Aber dann ist das Z trotzdem richtig. Und dann steht bei ihm da... Was ist das? Ein G? Ein G. Mach ich mal ein G? So, ein G. Wir suchen so was, was aussieht wie ein G. Ein G. Z, Z, Z. Das da. Das nehme ich jetzt mal. Dann... Oh, ich will einfach mal runterlaufen hier, aber das geht ja nicht. Eins, zwei... Wer kommt dann? Die stehen beide irgendwie in derselben Reihe. Kommt ja schon wieder so ein Euro-Zeichen. Dann nehme ich hier mal ein anderes noch. Nee, das ist das da. Das ist ein anderes. Das ist irgendwas anderes. Was gibt's denn noch im Angebot? Da ist es doch. Da ist das Euro-Zeichen. Da ist das G. Da ist das. Und dann kommt als letztes G. Als letztes kommt auf jeden Fall auch ein Z. Vielleicht habe ich ja irgendwann den richtigen Treffer dabei. Das wäre gut. Z, Z, Z. Z. Da ist ein Z. So, hier bei den dreien bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Z? G? Hier, das G ist auf... Ich nenne das jetzt einfach mal so, um mir das merken zu können. Ist halt so ein Kringel. Z, Kringel, Euro, Schwert. Z, Kringel, Euro... Nee, 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 ja, Z, Euro, das ist aber nicht das Euro, das ist das Schwert, die 7, das Ding da, oder? Oder? Nee, das ist das da. Oh, funktioniert doch super. Das klappt doch hier wie geschmiert. Verstehe zwar überhaupt nicht, nach welcher Reihenfolge das gehen soll, aber... Immerhin habe ich die Leichen in diesem Part alle gefunden. Das ist doch schon mal der Burner. Nach welcher Reihenfolge, Leute? Sagt doch mal was dazu. Warum kann ich hier eigentlich nicht weg? Ach, verlassen. Alexis, Mensch, du bist aber auch eine... Die, guck mal, die sind ja auch Viereck, Dreieck, Kreis, Viereck, Stern. Das muss ja auch was bedeuten. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr mitdenken. Warte mal. Das ist ja jetzt, das ist ja eine Arbeit hier. Guck mal, Dreieck, Viereck, Kreis, Stern. Ah, okay, warte mal. Also, Kreis. Da, so läuft das hier. Kreis ist ein Z. Ach, das ist ja dann gar nicht so schwer. Das ist ja, wenn man das erstmal einmal verstanden hat, ne? Ich habe halt auf die Kreise und Dinger gar nicht geachtet. Habt ihr sicherlich bemerkt und schreit den Monitor schon an. Aber das ist halt leider bei mir so. So, dann nehmen wir jetzt mal das Dreieck. Das ist dieser Kringel. Kringel, Kringel, Dingel. Und dann haben wir es gleich. Dann öffnet sich hier das UFO-Tor. Und dann geht's los hier. Was ist das? Ein Karo da hinten? Nee, das ist... Ist ja auch immer die Frage hier. Dann nehmen wir mal den Stern. Das ist das Schwert-7-Ding.
Schwert, Schwert. Nee, das war schon richtig, ne? Oder ist das das? Ich kann das gar nicht erkennen. Nee, das ist es nicht. Das ist gar nichts von denen. Oder? Das ist es doch. So, und dann haben wir hier... Ich weiß nicht... Sind das Vierecke beides? Oder Karos? Oder... Ich habe hier einmal so ein... Was haben wir denn hier noch? So ein kleines Dreieck? Das war ein großes? Ein Dreierdreieck? Nee, das Dreieck, das lasse ich jetzt mal so. Ich bin nur mit diesen... Schwierig gerade, ich verstehe das gerade nicht. Dann habe ich hier, was ist das, ein Viereck? Hatte ich nicht schon Viereck? Mal Viereck Euro. Euro. Zeichending. Warte. Kann man ins Gedächtnis rufen? Ja, das ist auch mit dem Strich durch. Na komm schon. Nein, das ist es nicht. Nein. Ist es das? Da ist doch so ein Strich durch. So, auf dem der hier jetzt gerade steht. Das ist doch so ein... Hii? Vielleicht bin ich auf dem falschen Viereck-Trip. Das kann ja auch sein. Dass das hier nicht das Richtige ist. Das sind drei Vierecke. Ja, lass mich das mal bitte verlassen. Ich muss mir das nochmal hier... Man denkt, es ist so einfach. Ist es dann doch aber wieder nicht. Wo ist jetzt Viereck? Wo ist Dreieck? Was ist das dann hier? Hier. Dann ist das hier ein Karo. Das muss ein Karo sein. Karo. Und deswegen ist es ja auch... Warum... Ja. Das hier. Da muss es noch ein passenderes dann geben. Bin ich gerade schon... Das ist es doch. Das ist es doch. Ja, das ist es. Das lasse ich jetzt mal so. Und das da hinten ist dann ein Viereck Z. Dann passt das nämlich auch besser. Viereck Z. Das kriege ich schon. Das kriege ich hin. Z. So. Dann nochmal Kreis-Z. Hatte ich das richtig? Ich denke schon. Nur das mit den Dreiecken. Das ist dann noch... Dann haben wir den Stern. Dreieck. Kringel. Ach, wo ist denn jetzt der Fehler? Vielleicht nur das obere Dreieck. Dann mache ich hier mal einen Kringel. Mache ich hier mal einen Kringel und unten rate ich, denn einer... 1, 2, 3, 4, 5... Einer fehlt ja auch. So. Mal gucken, ob das klappt, du. Yeah! Mit Logik! So. Toll. Vielleicht sollte ich abhauen? Kann ich abhauen? Was mache ich denn jetzt? Ersticken, sterben, ersticken, sterben. Jetzt ist alles unter Wasser. Oh Gott, jetzt gehen wir unter Wasser. Passiert ihm nichts? Er kann auch nicht laufen mehr, weil wir unter Wasser sind. What the hell, was geht denn hier ab? Ich gehe mal hier hoch. Haben wir den Schläfer erweckt? Das klingt sehr unheimlich. Das ist ja ein Tier da unten. Was ist das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier haben wir was zum Lesen. Dafür ist die Zeit da. Die Zeit wollen wir uns nehmen. Der Fluch des Seemonsters. Das henochische Necronomicon. Die Eisenerz-Bergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf diese Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen
Eltdown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now, you go. Get back home. Das Seemonster, nee, ist klar. Und das war jetzt wieder nur so ein Einbildungsflash, oder was? Der Fluch des Seemonsters. Okay. Warte, das nehme ich nochmal und drehe das. Ist hier auch noch was? Mhm. Schön. Schön. Es hat mir auch gar keine Angst gemacht, diese ganze Scheiße hier unten. Reh, bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt habt Ihren Brief vom 27. Januar 1973 bekommen. Mr. Carter, welcher jetzt? Der Große, der Kleine? In dem Sie um weitere Stellungannahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeforderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keines davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden, Mr. Carter. Wir würden diese und zukünftige Angelegenheiten gerne als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey, Verwaltungsdirektor. Okay. Okay. Können wir denn jetzt hier raus? Da ist noch was. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Steht da noch was? Nee. Ja. Das sind doch mal wichtige Informationen. Scheiße, was ist da unten gewesen? Ich steige jetzt hier auf und fahr weiter, Leute. Das gibt's ja wohl nicht. Raus aus der Mine, bitte. Bitte raus aus der Mine. Ich will hier nicht mehr sein. Furchtbar. Warum ich? Ich bin zu Tode erschrocken hier unten mit diesen Geistern und dieser Scheiße hier. Und furchtbar. Ganz furchtbar. Rechnet man doch nicht mit. Wie lange geht denn das hier noch? Warte. Obwohl, fahr mal drauf zu. Vielleicht müssen wir da wieder das Crashen hier. Nee, wir sollen. Nee, dann mach mal aus. Mach mal aus und dann verlassen wir das hier. Oh, ich werde nicht mehr hier unten. Ich bin so angespannt. Das ist so ein fucking Seemonster, wie dieser Kram mit dem Astronauten, aber. Boah, man weiß ja überhaupt nicht, was ist jetzt wirklich passiert und was sind für ihn irgendwie nur so Indizien. Und da kann ich doch nicht durchgehen. Da willst du durchgehen? Du spinnst doch. Aber ich werde jetzt mal hier versuchen, aus den Dingern auszuweichen, dass ich da nicht direkt durchgehe. Der wabert da jetzt einfach mal durch die giftigen Dämpfe und Gase. Ist bestimmt total gesund, hier hindurchzuschreiten. Ist schön. Aber sowas mache ich immer noch lieber, so ein bisschen Tomb Raider-Feeling hier, als, ich bewege mich schon so mit, als diese Leichen da unten, dieser Taschenlampenmann, der da unten irgendwie auf einmal war. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and with any luck walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable, and it wanted me to leave. So, du läufst da jetzt raus. Raus hier, bitte. Und plötzlich geht's auch. Komm,
Mach dich klein. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, dass ich jetzt hier nicht... Mach dich mal klein. Ey, ich will da jetzt raus. Was mache ich denn jetzt? Och nö, ne? Das ist jetzt nicht unsere nächste Aufgabe, dass ich hier... Hä? Ach so. Ich will raus. Das muss doch rausgehen hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch bestimmt der Ausweg. Das ist hier... Willst du mir nicht erzählen, dass du hier nicht über den Balken latschen kannst? Ja, ach so. Er kann sich ducken. Oh Gott, ich dachte schon, ich kann mich nicht ducken. Oh, Freiheit. Ah, frische Luft draußen. Gott sei Dank. Oh, herrlich. Schön. Wir haben es geschafft. Raus aus der Mine, rein in die frische Luft wieder. Draußen. Freiheit. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was jetzt hier kommt, aber das war jetzt echt nicht ohne da, die scheiß Mine da unten mit den blöden Leichen. Das war gemein, gefährlich. Das war echt gemein, gefährlich. Was ist das hier, was hier liegt? Das sah aus wie wie das Unterteil, der Unterkörper von einer Puppe oder so. Öl-Storage. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Kann ich hier durch? Nö. Och, das war jetzt... Oh, ich bin froh, dass ich da draus bin, echt... Als wäre man in Wirklichkeit da unten gewesen und jetzt so dieses, oh, wieder raus. Aber da unten, da hätte ich jetzt echt gedacht, da finden wir noch sonst was. Aber wir haben ja auch sonst was gefunden. Das war schon jetzt echt heavy. Hier geht's auch nicht weiter. Was wollt ihr dann? Hier so ans Wasser mal gehen? Ins kühle Nass. Wo das Seemonster herrscht. So sieht's aus. Tja, ich bin ein bisschen überfragt hier gerade. Ich meine, im Allgemeinen, es ist immer noch so schwierig, das alles zu rekonstruieren. Und trotzdem, finde ich, versteht man doch so langsam mehr und mehr, weiß ich nicht, die Spiellogik. Also, dass man versteht langsam, wie das hier funktioniert. Aber trotzdem... sind auch noch so viele Fragen offen. Also zum Beispiel mit dem, was da unten in der Mine wieder passierte jetzt, das löst dann schon wieder in mir alles auf. An Konzept, was ich da so in meinem Kopf habe. Ich kann jetzt hier wieder weglaufen. Ich kann weiterlaufen. Was ich als nächstes tue, sehen wir im nächsten Part von The Vanishing of Ethan Carter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich die zwei Parts um habe. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.